So, wenn man sich jetzt fragt, wo gibt es Zukunftsoptionen, dann ist die erste zentrale Frage, die man stellen muss, an vielen anderen Stellen in der Republik, ist das Thema Reaktivierung von Schienenstrecken auf der Agenda. Rheinland-Pfalz, wo ich jetzt tätig bin, war das führende Bundesland bei der Reaktivierung von Schienenstrecken, lustigerweise im ländlichen Raum. So, es wimmelt hier von Schienenstrecken, die wahnsinnige Potenziale haben, sowohl im Güterverkehr als auch im Personenverkehr. Hatten wir ein Schienenstreckenreaktivierungsprogramm? Nein. Stattdessen haben wir uns 10 Jahre mit Metrorapid abgearbeitet, in dem Glauben, das wäre dann die Lösung. Also, gehen wir zum Thema Bahnhöfe. 15 Jahre hat die Stadt Dortmund an ihrem UFO rumgebastelt. An dieser Vorstellung, dass da ein riesen urbanes Shoppingcenter auf dem Bahnhof ein bisschen so ähnlich wie Stuttgart 21 kommen sollte. Stattdessen brauchten wir dringend ein Modernisierungsprogramm für die Bahnhöfe in Ruhr. Das haben wir mit unserem Projekt Köln-Münchner Eisenbahn ein bisschen gemacht, aber davon hätten wir 10-mal mehr gebraucht. Also stehen wir just vor der Frage, Großprojekte im klassischen Sinne, also Massierung einer Baumasse. Essen an seinem Hauptbahnhof hat gelernt durch die später, aber immerhin dann gelungene Modernisierung des Bahnhofs. Buchmann hat das gelernt. Dortmund hätte das schon vor 15 oder 20 Jahren haben können. Stattdessen liegt das immer noch so draußen herum, wie es war, weil man in der Großprojektperspektive völlig in die falsche Richtung gegangen ist. So, und daraus resultiert auch, die nächste Autobahn ist in Ruhr immer ein Großprojekt. Immer etwas, was wenig Systemnutzen hat. Weil Christoph Zöppel kurz auf Stuttgart 21 Bezug genommen hat, unsere Republik unterscheidet von der Schweiz ein wesentlicher Punkt. In der Schweiz haben die Kantone, die von der geplanten Hochgeschwindigkeitstrasse, die in den 70er Jahren die Schweizer Ingenieure für die Schweiz vorhatten, das soll eine Ost-West-Trasse werden, alle Kantone, die davon nichts abgekriegt hätten, haben sofort protestiert und das Volk hat protestiert und hat gesagt, das Versenken einer Unsumme von Geld ohne Nutzen für den Rest des Landes darf nicht stattfinden. Hat es je einen Ministerpräsident gegeben oder vielleicht auch 5 oder 10, die aufgestanden wären und Herrn Bacchus oder Herrn Teufel oder wie auch immer die Ministerpräsidenten hießen und die Bahnchefs Herrn Dürr oder Herrn Meder gesagt, hört auf mit dem Mist in Stuttgart 21. Das ist immer als rein Phänomen gesehen. Und wer die Systemzusammenhänge nicht sieht, wer nicht sieht, dass wenn man das Geld da versenkt, das Geld an einer anderen Stelle nicht mehr da ist. Und deswegen brauchen wir eine neue Mobilitäts- und Planungskultur. Oberstes Kriterium jeder Maßnahme. Ja, damit muss ich sagen, es ist richtig, hier fehlt Infrastruktur. Aber bitte ganz genau hingucken, welche Infrastruktur fehlt. Hier fehlt Infrastruktur im Gesamtsystem. Hier fehlt Kapazität, um endlich den 5-Minuten-Takt auf der S-Bahn möglich zu machen. Das ist eine Frage der Weichen. Hier fehlen sicher 100 S-Bahn-Haltepunkte. Niemand plant die, weil wir ignorieren, dass Kundennähe das zentrale Element für die Attraktivität eines Verkehrsmittels ist. Wir haben im Vergleich aller deutschen S-Bahn-Systeme die größten Haltepunktabstände. Und jetzt kommt was, wo ich wirklich verzweifle an dieser Region. Wer einen Blick auf das Schienennetz sieht, der stellt sofort fest, dass so wie es historisch gewachsen ist, an vielen Stellen sich die Schienen kreuzen. Da gibt es dann Brücken. Oben fährt eine Schiene und unten fährt eine Schiene. Und da, wo sich zwei Schienen kreuzen, ist normalerweise ein Knoten. Da will man umsteigen. 50 solche Kreuzungen von Schienen gibt es in Ruhr, wo man nicht von oben nach unten und unten nach oben umsteigen kann, wo die Synergie des Knotens gar nicht entwickelt ist. Das gleiche Problem gab es in der Randstadt Holland. In den 70er Jahren haben die Planer das erkannt und haben spektakulären Städtebau bei der Herstellung dieser neuen Verknüpfungspunkte gemacht. Wunderschöne Bahnhöfe, moderne Architektur, moderner, das wäre ein Projekt für Ruhr gewesen. Das darf dann auch wirklich ein Projekt sein. Jetzt komme ich an eine ganz andere Seite. Wenn wir über den Fuß- und Radverkehr denken, dann ist A richtig, was Christoph Zöppel
Direktor gesagt hat, dass wir Netzpotenziale haben, die wir viel zu wenig genutzt haben. Also das sind unsere Grundzüge, die wir zum Glück entwickelt haben, die wir weiterentwickelt haben. Aber darüber hinaus ist eine der wichtigsten Lehren, die wir aus unserer Zeit gelernt haben, wenn du ein Problem regelnd lösen kannst, statt durch teuren Infrastrukturausbau, dann, wir nannten das immer Regeln statt Bauen. Und die Stadt Essen ist eine Stadt, auf die guckt die Republik, ohne dass Essen es selber weiß. Sie ist die Stadt in Deutschland, die die meisten Fahrradstraßen hat. Aber sie macht aus ihren Fahrradstraßen zu wenig und sie bräuchte 10-mal mehr, sie bräuchte 20-mal mehr. Was ist eine Fahrradstraße? Eine Fahrradstraße ist eine reine straßenverkehrsrechtliche Umdeklaration einer Fahrbahn in einem Radweg, auf dem Schulkinder zu sechs nebeneinander radeln dürfen, legal. Und sowas hat Essen in zwei Stadtteilen sogar ein bisschen System daraus gemacht. Warum machen wir nicht mehr daraus? Warum wird da nicht ein richtiges Landesprogramm daraus? Da kann man für wirklich ganz wenig Geld ganz schnell sofort einen großen Nutzen erzielen. Stattdessen verkämpfen wir uns an dieser Ecke für einen baulichen Radweg, an jener Ecke. Und Nordrhein-Westfalen waren eine Weile wirklich führend bei der Frage der sogenannten markierten Radweglösung, der Fahrradstreifen, der Radfahrspuren. Ja, warum tut sich da nicht mehr? Warum wird das nicht so weiterentwickelt? Es kostet wenig, es geht schnell, es ist einfach. Und da komme ich zum schwierigen Punkt. Am Ende sind das immer Ideologiefragen. Die Verkehrspolitik ist Verteilungskampf. Es geht immer um Raum. Und es gilt immer als Angriff auf die verbrieften Rechte des Autoverkehrs, wenn eine 3,50 Meter Fahrspur auf 2,20 Meter reduziert wird. Ändert nichts an der Leistungsfähigkeit, im Prinzip erhöht es sogar die Leistungsfähigkeit, weil der Autoverkehr gleichmäßiger und kanalisierter fährt und trotzdem geht der nächste Journalist hin, fotografiert das und sagt, hier wird jemand etwas weggenommen. Das wird sofort kommuniziert als Anti-Auto-Politik. Dabei, was ist es? Es ist eine Pro-Stadt-Politik. Es ist eine Pro-Ruhr-Politik. Und das ist unser ganz großes Problem in Ruhr. Wir, Christoph und ich, haben das sehr wohl versucht. Wir haben jedes Jahr zweimal Busladungen voller Journalisten zu den Projekten geführt und haben versucht, ihnen zu zeigen, was wir da machen. Aber es gibt halt bei ideologisch behafteten Themen relativ leicht die Killerphrasen, mit denen Tabus im Raum aufgestellt werden. Letzter Punkt zu diesem Thema, Regeln statt Bauen. Wenn ich jetzt sage, wir führen in Ruhr eine Pkw-Maut ein, werden Sie erstmal sagen, geht gar nicht. Wenn wir uns angucken, was Singapur als bekanntestes Beispiel einer funktionierenden, intelligenten Maut macht, dann ist es eine Pkw-Maut, wo Sie sich zum Stau anmelden müssen und wenn Sie partout im Stau fahren müssen, zahlen Sie 4-mal mehr, als wenn Sie nicht im Stau zahlen. Sehr intelligent. Und wenn Sie ein großes Auto haben, zahlen Sie sehr viel mehr, als wenn Sie ein kleines Auto haben. Solche simplen, intelligenten Lösungsansätze sind bei uns tabu. Natürlich ist mir klar, der Bund muss die Rahmengesetzgebung machen, aber wieso sitzen die Länder nicht in einem Boot und machen, so wie das beinahe in den Niederlanden geklappt hätte, wenn ich die Regierung gewechselt hätte, bringen endlich Intelligenz in diesen Verkehr. Wenn wir das machen würden, dann brauchen wir über keine A irgendwas zu reden. Kein Zentimeter Autobahn brauchen wir. Herr Monheim, wie die 18 Minuten ansagen. Richtig, zwei kurze Schlussbemerkungen. Ruhr ist A mutig und B feige. Ich saß vor gut 2 Jahren mit allen Baudezernenten von Ruhr zusammen und habe versucht, ihnen nach dem Pariser Vorbild das Thema Metrorad Ruhr nahezubringen. Das läuft ja jetzt. Wir haben das Metrorad Ruhr. Aber das Metrorad Ruhr ist ganz bescheiden angedacht. Wenn man sich die Pariser Grenzen vernimmt, die da lauten, an jeder Haltestelle stehen mindestens 20 Fahrräder, Leitfahrräder. Hätte das für Metrorad Ruhr bedeutet, 70.000 Leihfahrräder in Ruhr. Ich habe dem Baudezernenten das vorgetragen. Habe gesagt, das ist so nieder ausgerechnet, das kostet so viel wie 60 Meter Autobahn. Aber wir wollen viele Kilometer Autobahn und bei Metrorad Ruhr trauen wir uns nur einen kleinen ersten Sprung. Also, wir sind einerseits sehr mutig mit unserem Großprojekt, andererseits sehr hasenfüßig bei Dingen, die eigentlich wenig kosten,
aber wo der Multiplikator dann erst in die Kosten geht. Letzter Punkt, Christoph Zirkel hat den Güterverkehr angesprochen. Die Güter-S-Bahn, die Güter-Ringbahn, Projekte, die wir in den 80er Jahren, Rudolf Petersen hat sich die Finger wund geschrieben darüber. Wer die Summe aller Güterverkehrsrampen, die bei uns ungenutzt rumliegen, in Ruhe, wer die mal alle nimmt und die miteinander verbindet, der kann sich sofort vorstellen, dass es hier einen vertakteten Güternahverkehr gibt. Und schon sind wir wieder an der Stelle, wo es wirklich lohnt zu investieren. Wir brauchen Kapazität im Netz. Erstens, dass der Takt verdichtet wird, das bedeutet mehr Weichen statt weniger Weichen. Das bedeutet mehr Vorbeifahrgleise, Überholgleise. Und das bedeutet im Zweifel hier und da auch mal eine neue Kurve einzubauen. So, das wäre ein Zukunftsinvestitionsprogramm für Ruhr. Stattdessen diskutieren wir über die AX und die AY, über dieses Großprojekt und jenes. Und beim RRX, dem Nachfolgeprojekt von Metrorapid, stecken wir immer noch in den Zuckungen des verzweifelten Umsetzen-Wollens, weil da wahnsinnig wenig politischer Druck dahinter ist. Metrorapid wäre toll gewesen, aber wollen wir alle haben. Jetzt kommt etwas, was normaler ist, was weniger spektakulär ist, aber sehr viel mehr bringt. Und dann wird das so im üblichen Verwaltungsgang so peu à peu ver- oder zerwaltet. Also wenn wir vorwärts kommen wollen, klare Priorität, kostengünstige Maßnahmen, einfache Maßnahmen, Maßnahmen, die systemwirksam sind, Maßnahmen, die schnell in die Netze gehen. Und das bedeutet immer nicht nur an einer Stelle, sondern in der Regel mindestens an 50 oder 100 Stellen gleichzeitig. Und weil jetzt viele aus Essen kommen, ich behaupte immer noch, Essen war mal die Wiege der Verkehrsberuhigung mit Frohnhauser Platz und Holsterhausen und den Anfängen der Verkehrsberuhigung. Essen könnte die Wiege einer Umkehr eines neuen Ansatzes in Stadtentwicklung und Verkehrspolitik werden, wenn es sich auf seine alten Chancen und Begabungen besinnt und wenn es endlich hier oben ein neues Programm ausschiebt, nämlich nicht Autostadt Essen, sondern das, was Essen sein kann, die nachhaltige Zukunftsstadt. Vielen Dank.